Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist kein Zuschauersport. Der Petitionsausschuss ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, sich an der Demokratie zu beteiligen. Deswegen ist es eigentlich unerhört, dass wir heute um diese Uhrzeit diskutieren. Der Petitionsausschuss sollte nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in den Sitzungswochen die Wertschätzung erhalten, die er verdient. Nach meinem Dafürhalten ist der Petitionsausschuss einer der spannendsten Ausschüsse. Das liegt auch an dem im Bundestag nicht immer üblichen kollegialen und konstruktiven Umgang der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Aber insbesondere natürlich an dem breiten Spektrum von Themen, von der Atombombe bis zur Zahnbombe und den zahlreichen Vorschlägen der Petentinnen und Petenten, die im Ausschuss beraten werden. Und nicht nur das. Es geht immer mehr auch um Petitionen, die die politische Diskussion in der Gesellschaft mitbestimmen. Vier Beispiele. Die Petition Steuer gegen Armut von Pastor Jörg Alt hat die Kampagne in Deutschland für die Finanztransaktionssteuer verstärkt und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Finanztransaktionssteuer ganz weit oben auf der politischen Agenda stand und jetzt vielleicht tatsächlich kommt. Ich freue mich auf die hoffentlich in absehbarer Zeit stattfindende Sitzung, in der wir beschließen können, Abschluss, weil entsprochen wurde. Zweitens, die Petition von Susanne Wies zum Grundeinkommen mit fast 60.000 Unterstützungen, die die Idee des Grundeinkommens einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat und damit einen wichtigen Beitrag für eine wichtige gesellschaftliche Diskussion geleistet hat. Besonders erfolgreich war die Petition von Martina Klenk vom Deutschen Hebammenverband mit sage und schreibe rund 190.000 Unterschriften. Der Protest hat sich ausgezahlt. Freiberufliche Hebammen bekommen jetzt von den Krankenkassen tatsächlich einen Ausgleich für die gestiegenen Haftpflichtversicherungsbeiträge. So erfreulich die Teileinigung der Hebammenverbände mit den Krankenkassen ist, so ist dies doch nur ein Teilerfolg. Denn noch immer ist eine viel zu geringe Vergütung, der drohende Verlust der flächendeckenden Hebammenversorgung sowie eine zunehmende Anzahl an Kaiserschnitten zu beklagen. Aber ohne die Petition hätte es diesen wichtigen Teilerfolg nicht gegeben. Schließlich viertens, ganz aktuell die Petition von Tim Wessels als Reaktion auf die Pläne von Ursula von der Leyen zur Rentenversicherungspflicht von Selbstständigen, die von 80.000 Menschen unterstützt wurde und in der nächsten Sitzungswoche am 15. Oktober in öffentlicher Sitzung behandelt wird und wie alle öffentlichen Petitionsausschusssitzungen live im Internet auf bundestag.de übertragen wird. Vielen Dank an Susanne Wies, Tim Wessels, Jörg Alt, Martina Klenk und den vielen, vielen Tausenden Petentinnen und Petenten, die zeigen, wie lebendig dank des Petitionsausschusses die parlamentarische Demokratie sein kann. Vielen Dank. Ganz besonderen Dank natürlich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes und nicht zu vergessen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und in den Abgeordnetenbüros. Ihrem Einsatz und Ihrer Sachkenntnis ist es zu verdanken, dass die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht kommen. Wir sind stolz darauf, dass das 2005 von Rot-Grün gegen heftige Vorbehalte von CDU, CSU und FDP eingeführte Instrument der elektronischen und öffentlichen Petition heute zu einem unverzichtbaren und selbstverständlichen Bestandteil der Demokratie geworden ist. Bei aller Freude über das Erreichte bleibt weiterhin viel zu verbessern. Wir streben deshalb einen grundlegenden Ausbau der Mitwirkungsmöglichkeiten an. So sind beispielsweise die Fristen der Mitzeichnungen zu kurz, das Quorum zu hoch. Darüber hinaus sollte die öffentliche Petition von der Ausnahme zur Regel gemacht werden, wie das auch der TAP-Bericht vorschlägt. Da haben wir eben gehört, dass die CDU da noch dagegen ist, aber das war bei den elektronischen Petitionen ja auch mal der Fall. Ich denke, dass wir da auch durch Diskussionen wieder vorankommen können. Wichtig ist uns, auch die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen, die sich nicht im Internet bewegen wollen oder können. Wir sprechen uns dafür aus, in den Kommunen, in den Bürgerämtern und Bürgerbüros Anlaufstellen einzurichten, die den Menschen behilflich sind, ihre Eingaben einzureichen und zu formulieren. Dort sollte es auch möglich sein, mündlich vorgetragene Petitionen verschriftlichen zu lassen. Wir hatten eben die Diskussion über Barrierefreiheit in der Kultur. Wir sollten auch mehr Barrierefreiheit im Petitionsrecht schaffen.
Auch bei den Online-Petitionen sehen wir die technischen und grundsätzlichen Möglichkeiten des Petitionsrechts noch lange nicht ausgeschöpft. Wir wollen das Instrument der öffentlichen Petition zu einer offenen Petition für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln. Petitionen sollten nicht nur wie bisher gemeinsam im Online-Angebot des Petitionsausschusses diskutiert, sondern auch gemeinsam erarbeitet und eingereicht werden können. Derart gemeinsam von Bürgerinnen und Bürgern erarbeitete und eingereichte Bitten zur Gesetzgebung bis hin zu Gesetzentwürfen sollten dann auch in den Fachausschüssen und im Plenum des Bundestags beraten werden können. Dieser Vision schließe ich meine Rede und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Stefanie Vogelsang für die CDU.